Tot durch den Strich. Die Vollstreckung erfolgt in wenigen Tagen. Oha, also das interessiert mich schon, weil wer dieser Söldner ist? Bennett, hat er gesagt. Bennett, das ist der Schmied. Bennett, das ist doch ein Pflunze. Also das ist doch, naja, gut ist er nicht, aber der kann doch Lothar nicht einfach, da ist er doch viel zu schwach für. So, Sarah, ne? Du bist doch bekannt dafür, dass du immer allen möglichen Plunder einkaufst. Hier, ich geb dir mal einen Haufen Waffen. Hier, edles Bastardschwert, Streitaxt. Ne, die beiden nochmal, oder? Ja, nee, weg damit. Und Orkwaffen, Spitzhacken, Knüppel, alles Mögliche. Hey, jawohl, eine neue Armbrust. Ja, die sollten wir eigentlich auch jetzt schon tragen können. Diese große Armbrust hier. Die Armbrust des Tors oder wie auch immer. Nee. Zeig mir wir sind jetzt auch schon ein großer Junge. Na, die leichte Armbrust da oder Armbrust, Mensch, Armbrust hier kannst du haben. Oh, du hast einen Innerstab, habe ich dir die auch verkauft? Höchstwahrscheinlich ja, ne? So, wo du schon mal so schön im Nehmen bist, hier kannst du ein paar Feldräuberzangen haben. Das behalten wir mal. Skelettknochen, Zähne, lauter Klump halt, ne? Weißt du, was ich so irgendwelchen Viechern ausgerissen habe, ne? Blutfliegenstachel. Die behalten wir mal, die Crawlerzangen, die sind nicht schlecht eigentlich. So, die Felle kannst du haben. Dum dum. Sägen haben wir auch, ne? Flügel. Zähne, Krallen, Flügel. Dietriche behalte ich, ne? Das sind jetzt meine. Ja, und du nimmst das natürlich auch alles, ne? Ja. Setz die Waffe weg, kluges Kerlchen. Zähne, jawohl. Was die Sarah damit anfangen will, das interessiert mich zwar jetzt auch, aber naja, 90 Schaden haben muss, ne? Würde ich mal meinen Dolch wegstecken, liebe Bürgerin. Wieso hat die überhaupt einen Dolch? Wozu braucht die einen, ne? Eieiei, damit sie sich rächen. Was ist denn jetzt? Karotten schneiden kann für ihr Essen, aber nein, nein, nur um zu posen, ne? Zieht einmal so ein verdammt starker Typ auf dem Marktplatz, zieht sein Schwert und die zieht gleich hindurch, ne? Nur zum Angeben, das ist echt unglaublich. Die Frauen von Corinnes heute, ne? Er sollte lieber den Mund halten. Ich soll den Mund halten? Alles weiter. Natürlich erzähle ich alles weiter, Mensch. Das habe ich schon immer gesagt. Ach, komm, geht mir denn auf den Sack. Geld zu ist Frauen. Zeig mir deine Ware. Das ist was. Oh, neue Spruchrollen? Nee, immer noch die alten. Oh, 1500, das ist schon ganz schön teuer, aber wir nehmen's, wir nehmen's, wir nehmen und wir geben's. Dann nehmen wir noch ein paar Heiltränke mit. Kann man immer wieder gebrauchen, so Heiltränke, ne? Ach, erzähl mir nicht sowas. Eispfeil, ne? Er sollte lieber den Mund halten. Na. Und es wird ich meine, weil jetzt brauchen wir wirklich immer mehr Heiltränke. Denn jetzt geht's ab. Jetzt kämpfen wir immer das gegen stärkere Monster, die natürlich stärker Schaden machen. Und dann braucht man halt ab und an mal so einen Heiltrank. Ist halt so, aber. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. So. Na. Scheiße, jetzt sitzt. So. Jetzt passt's wieder, oder? Nee. Dass er über das Land kam und das Tier erwählte. Kurz hier, sorry. Okay, jetzt geht's wieder. Musste nur kurz, mein Mikrofon hat mich irgendwie in der Nase gekitzelt und. Watchi, ihr wisst ja, wie das ist, oder? Geben wir erstmal wieder unserem großen Meister seine Magic Mushrooms, sonst flippt er hier noch voll aus. Ja! Er ist schon ausgeflippt, sorry, hier. Beruhigungsbitte. Bitteschön. Ich habe ja. Und hier sind noch ein. Die hätte ich jetzt nämlich fast vergessen, ihm zu geben. Hätte mich nicht zu erinnert, dass ich kaum mehr Gold noch in den Taschen habe. Ne? Ah ja, ich habe da noch Pilze, die kauft er schon. Raus aus meinem Bett! Ja, sorry, sorry. Womit denn? Oh, ich habe immer noch keine Laborwasserflaschen. Erst fehlt es mir an Dietrichen und jetzt fehlen mir auch noch Laborwasserflaschen. Das ätzt echt an. Naja. Was ätzt nicht an, dass wir zu den Schlafraum.
machen. Außerdem ist jetzt wieder Tag. Ich habe keinen Bock, mitternachts da irgendwie irgendwo rumzugehen. Reine Lebensenergie. Geil. Habe ich mir jetzt reine Lebensenergie... Kein Wunder, warum das so teuer war. Ey, reine Lebensenergie brauche ich doch jetzt noch nicht. Meine Güte. Naja. Haben wir es halt dann mal für später. So, hier ist schon trocken. Ich will mir keine Erkältung und ich laufe hier oben ohne rum. Ne? Die rote Laterne, ne? Borke, du lebst auch noch. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Ah, ja. Wer kauft denn alle Kelche, Teller und Schalen? Der ich gebe dir für deinen gesamten Kram 200 Goldstücke. 200 Goldstücke. Und dabei kauft er dann nicht mal alles. Das regt immer so auf. Gut, ich verkaufe. Er kauft dann nur bloß vier Gegenstände. Das war ein gutes Geschäft für heute. Komm besser morgen wieder. Ja, ja. 4 für 50 Goldstücke sozusagen. Ist schon eigentlich ein guter Preis, weil so einen goldenen Kelch verkaufst du vielleicht für 30 Goldstücke, glaube ich, ist der normale Preis. War das der silberne? Weiß ich jetzt nicht. Also, naja, ich verkaufe sie mal einfach so. Kommt immer so aufs selbe raus, glaube ich. Was hast du? Dann passt. Ah ja, das sind natürlich hier geile Waffen, die Macheten. Die kaufen wir uns später, die kaufe ich mir später sowieso immer, die Machete. Und hier hat er auch mega geile Zaubersprüche. Natürlich auch mega teure, aber für später sind die, kaufe ich mir die dann auch immer, weil die sind echt verdammt, das sind Paladin-Zaubersprüche. Die sind schon verdammt stark. Die kaufe ich mir dann sowieso immer, wenn wir dann zum zweiten Mal im Miental sind. Heiliger Pfeil, ratsch, und der Ork ist tot. Den Hafen haben wir uns noch gar nicht so richtig angeguckt. Habe ich da mal so, wenn ich mal so durch meine Let's Play stöbe, den Hafen habe ich vergessen anzugucken. Da liegen ein paar Fässer rum. Ne, das ist kein Rum. Rum gibt es hier gar nicht in Corinus. Die gibt es nur in Jakenda. Wo wir ja jetzt auch bald hingehen können. Nach Jakenda in die Zusatzwelt freue ich mich auch schon endlich wieder mit den Piraten zu sprechen und so weiter. Aber es kommt ja noch, ne? Man muss sich gedulden. Aber ansonsten liegt hier noch eine Säge rum. Oh ja. Ein silberner Ring! Oh yeah! Pfeil, Trank, naja, also viel liegt da jetzt nicht rum. Oh, Erzbrocken, geil! Okay, doch, liegen da. Erzbrocken ist so circa 30 Goldmünzen wert. Also ist schon was. Erzbrocken sind übrigens dann wichtig, wenn man Paladin ist und man will sich eine Erzwaffe schmieden lassen. Dann kann man, oder auch, ich glaube, Drachenjäger kann man sich auch eine Erzwaffe schmieden lassen. Da braucht man dann 5 Erzbrocken. Ein schwarzes Erz, dann kann man es noch stärker machen. Und mit Drachenblut kann man es dann noch stärker machen. Dann hat man dann irgendwann so ein Ordensschwert, vererzt, verschwarzt Erz und mit Drachenblut. Das macht dann irgendwie 150 Schaden, also. Irgendwie so, ja. Und dann kann man es noch weinen lassen, ne? Dann ist es ein geweihtes Schwert, dann macht es nochmal mehr Schaden. Also kann man schon viel machen, das ist schon richtig gut gemacht hier. Aber uns interessiert das Erz wenig, denn wir sind kein Paladin, wir brauchen kein Erzschwert. Ne? So, diese Inseln hier sind auch eine ganz interessante Sache, glaube ich. Schauen wir einfach mal. Ne? Vielleicht finden wir da so ein paar Piraten, die denken, hier können sie ihn rumlagern und ihre Schmuggelware. Ja. Ein paar Schätze, ein paar alte. Aber ich höre schon Warane knurren. Jetzt können wir die endlich mal so im offenen Gefecht angreifen. Mit unserem miesen Kampfstab haben wir sie nur einzeln bekämpfen können. Jetzt können wir da einfach mal so reinmoschen. Jetzt haben wir endlich mal eine stärkere Waffe. Das ist halt das Schwierige an Gothic 2, ne? Man muss sich gleich von Anfang an für eine Waffe spezialisieren. Und weil das dauert eben ewig, bis du eine Fähigkeit hochgeskillt hast. Und ich entscheide mich eben gleich für zwei Waffen, weil die zwei Waffen halt einfach viel besser sind, viel stärker und so. Aber die sind halt eben so schwer immer und das dauert eben ewig, bis du die Stärke hast, um so eine Waffe zu tragen. Aber wenn du dann mal die Stärke hast, dann bist du eigentlich so gut wie unsterblich. Unschlagbar. Also, haust du so einen Ork mit zwei Schlägen tot und das passt schon. Also. Gell? Was haben wir hier noch? Einhandkampf. Pff, braucht man nicht. Wer braucht schon Einhandkampf? Meine Güte. Hier ist nichts mehr, oder?
Täusche mich. Ah nein, hier ist eine verwachsene Höhle. Und da ist auch eine Steintafel. Und noch mehr Varane. Das. Was bewacht ihr denn? Die heiligste Varan-Gottheit oder sowas? So eine Varan-Statue? Komodo-Varan? Oh je, da hat jemand eine Falle eingebaut. Oh, da bräuchte man jetzt Akrobatik, um darüber zu springen. Akrobatik kriegt man, glaube ich, erst ab 100 Geschicklichkeitspunkten. Und wir haben ja gerade mal 40 oder 50. Ne? Also geschickt sind wir noch nicht so. Ne? Tja. Irgendwie über die, mit der Seite drüber springen. Nein! An der Seite vorbeilaufen. Ne? Nein. Gott, ich habe diese Fallen im Schläfertempel schon gehasst. Ne? Diese... Normalerweise müsste da eigentlich immer dann über so ein Skelett rumliegen. Das hat eigentlich Pflicht in so einem Actionspiel oder auch Actionfilm, denn wenn irgendwo Stacheln am Boden sind, ist da, egal was, ist da eine Leiche. Es ist auch immer so. Ich habe nämlich letztens Indiana Jones gesehen, Indiana Jones 4, ne? Und zum Schluss, da lösen sie ja diesen Tempel dann auf. Und da sind dann auch unten diese Stacheln. Und die lösen diesen Tempel zum ersten Mal auf. Und da unten liegen Leichen. Warum? Das ist schon... Da müssten ja dann schon vorher welche gewesen sein und das alles wieder zurückgestellt haben. Aber nee, da liegen Leichen, weil da unten Stacheln sind, also müssen da unten auch Leichen liegen. Tja, das ist sozusagen Pflicht. Wo Stacheln sind, müssen Skelette rumliegen. Und wo Truhen sind, müssen auch Schlösser sein. Eieiei, und verschlossene Truhen da drin müssen gute Schätze sein. Was haben wir hier? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Das würde mich auch mal interessieren, wer hier den Schlüssel hat. Für diese Truhe. Ich weiß das nicht. Ich habe die Truhe mal aufgecheatet. Da sind, ich glaube, 3 Goldkelche, eine Diamantenschatulle und 500 Goldmünzen drinnen. Aber mich darf das echt mal interessieren, wer den Schlüssel hat. Vielleicht irgendein Pirat? Also, ich habe echt keinen Plan. Helft mir mal bitte.